Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Saphir. Lang ist's her, seitdem der letzte Part rauskam. Wir sprechen einfach mal den Trainer an und dann sage ich euch auch wieso, weshalb, warum. Also, im letzten Part haben wir auf jeden Fall erstmal die Wasserrouten erkundet. Das werden wir im nächsten, also in diesem Part auch noch machen. Vielleicht auch noch im nächsten Part, weil ich glaube nicht, dass wir das alles in diesem Part schaffen. Und wieso jetzt für längere Zeit keine Videos kamen und ich hätte mich aufheilen gehen sollen. Egal, mache ich gleich. Also allgemein wenig Videos kam und auch kein Pokémon Saphir. Es war einfach, ja, Zeitprobleme, wirklich arge Zeitprobleme. Ich hatte sehr viel mit der Schule zu tun. Dann hatte ich teilweise, war ich wirklich sehr doll erkältet, konnte auch kaum aufnehmen. Manchmal, also wirklich, also dann, als ich mal ein bisschen Zeit hatte, fehlte mir dann für kurze Zeit auch mal die Lust. Ja, das soll auch mal, soll es auch mal geben, dass mir die Lust zum Let's Playen fehlt. Man kann ja auch nicht immer 24 Stunden am Tag wollen zu Let's Playen. Man muss auch mal ein bisschen was für Real Life machen oder irgendwas anderes. Deswegen habe ich halt nichts hochgebracht, also abgeloadet, was Pokémon Saphir anging und auch allgemein sehr wenig hochgeladen. Gut, ich hoffe, ihr findet es nicht so schlimm. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt dran setzen, weil ich sehr viel Lust habe und auch jetzt noch mal ganz viel aufnehmen, nur für euch. Nein, ich habe auch sehr viel Lust. Und ja, das war's dann, glaube ich auch. Ich glaube, ja, genau. Bald ist ja so. In einer Woche habe ich nämlich schon, nämlich Ferien. Das heißt, ich kann wahrscheinlich ein bisschen mehr uploaden, wenn es wirklich alles klappt und ein bisschen mehr aufnehmen. Das kommt ganz drauf an, ob ich das jetzt schaffe, aber eigentlich müsste ich genug Zeit haben in den Ferien, da ich eigentlich nirgendwo hinfahre, glaube ich, nee. Gut, ich gehe einfach mal hier wieder nach Faustauhafen und dann heile ich einfach mal meine Pokémon auf. So, ja, hier rein, Tastatur, genau. So, ja, ich bekomme auch bald den Controller, das heißt, bald fängt es auch wieder an. Oder bald startet The Legend of Zelda The Minish Cap. Und natürlich habe ich gleich am Anfang des Parts wieder Schluck auf. Deswegen bin ich halt wieder kurz leise gewesen. Mann, das nervt mich richtig. Es ist aber leider so, da kann man nichts machen. Ich kenne keine Medizin gegen Schluck auf, außer trinken und jemanden erschrecken. Aber ich glaube nicht, dass mich jetzt gerade irgendjemand während dem Let's Play erschreckt. Und ich möchte auch nicht dauerhaft trinken. Ich habe zwar eine Flasche neben mir stehen, falls irgendwas sein sollte, aber trotzdem. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit immer, wenn ich Schluck auf habe, was zur Flasche greifen. Ja, ich bin kein. Ja, ich bin Alkoholiker. Hahaha, nein. So, Schwimmer Manuel. Und das hat. Der, das genau. Der hat einen Tintara. In diesem Part haben wir leider nicht so viele. Oder gar keine. Und ich hätte voll austauschen sollen. Egal. Ich habe leider in diesem Part gar keine Themen. Das heißt, es wird vielleicht nicht so interessant wie im letzten Part, wo wir die ganzen Wasserrouten abgeklappert haben. Oder die erste Wasserroute. Was habe ich denn sonst so zu erzählen? Ja, Schule ist bald zu Ende. Also, dieses Jahr geht allgemein bald zu Ende. Ach, worüber wir uns unterhalten können. Ob ich an den Weltuntergang glaube, ja oder nein. Am 21.12.2012 soll ja nach dem Maya-Kalender die Welt untergehen. Wer es glaubt. Nein, natürlich wird die Welt nicht untergehen. Das ist hundertprozentig nicht. Nein, ich glaube auch gar nicht dran. Zweitens, wurde jetzt vor ein, zwei Monaten, also so wirklich wurde in Anführungsstrichen gefunden, also ein weiterer Teil des Maya-Kalenders gefunden, sozusagen ein verschollener. Das heißt, der geht noch weiter und danach würde erst die Welt untergehen. Wer es glaubt, ich glaube nicht, dass die Maya voraussagen, wann die Welt untergehen wird. Natürlich wird die Welt irgendwann untergehen. Dann glaube ich auch, dass sie irgendwann mal irgendwas passiert. Aber nicht genau an diesem Datum, nur weil die Maya das gesagt haben oder weil der Maya-Kalender zu Ende, ja, zu Ende geht halt, ne? Wir tauschen mal Daros nach vorne und Mirai. Ja, genau. Und natürlich habe ich wieder Schluck auf Armen. Ach, das ist schlecht. Das ist schlimm. Ich hasse es einfach. Oh, jetzt habe ich mich. In letzter Zeit verschlug ich mich während den Let's Plays an der Luft. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, mich an der Luft zu verschlucken. Also, das ist ein wenig komisch, aber egal.
Ja, gut, wir sind jetzt hier mit Schockwelle unterwegs gegen Tentara. Die ganze Zeit setzen wir zwar nur Schockwelle ein, aber das ist halt auch sehr effektiv gegen die Wasser-Pokémon. Trotzdem schaffen wir keinen One-Hit. Das ist natürlich auch etwas negativ. Gut, Blubstrahl, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und hier nochmal Schockwelle gegen Tentara einsetzen. Und dann müsste Tentara besiegt sein. Genau, also. Und dann gehen wir gleich mal zu diesem Doppelkampf dort. Wir haben leider kein zweites gutes Pokémon, da Stolunior und Foifoi beide im Nachteil gegen Pokémon, also gegen Wasser-Pokémon sind. Deswegen, ja, habe ich mich jetzt einfach mal für Stolunior, also für Mirai entschieden, da er noch ein paar Erfahrungspunkte braucht. Gut, Pferde von daraus, Neutraltor, so, okay. Schockwelle auf, wer ist stärker? Goldini ist stärker. Deswegen, ja, auf Goldini. Und was machen wir gegen Tentara? Einfach mal Bodycheck. Und das hilft hoffentlich ein wenig. Natürlich habe ich immer noch Schluckauf. Egal. Und natürlich sehr effektiv. Wow, das hat aber viel abgezogen. Also ich hätte nicht gedacht, dass Golini mit einem Hit down ist. Aber das ist doch auch schön. So, jetzt Mirai. Mal sehen, wie viel er abzieht mit seinem Bodycheck. Ich hoffe immerhin ein wenig. Und gar nicht mal so schlecht. Das ist doch mal vielversprechend. Und dadurch, dass er halt Steinhaupt hat, bekommt er keinen Rückstoßschaden, was natürlich noch besser ist. So, und damit haben wir auch schon diesen Doppelkampf gemeistert. Und wir bekommen wie viel? Okay, erstmal Erfahrungspunkte. Mirai Level 27 meine ich. Und Geschwister Erko und Bea haben wir besiegt. Und 624 Poké-Dollar. Gut, dann schwimmen wir einfach mal weiter. Besiegen einfach die nächsten Trainer hier. Das Problem ist, Schockwelle hat auch nicht so viel AP. Das heißt, wir müssen immer mal wieder zum Pokémon Center. Das ist das einzige Negative. Gut, Kanivania. Okay, das sollten wir eigentlich schaffen. Unlicht. Wir sollten nicht mit Psycho angreifen. Wir greifen aber sowieso nur mit Schockwelle an. Also ist das okay. Mich nervt mein Schluckauf richtig. Also, mir braucht euch nicht mehr wundern, wenn ich mal kurze Zeit halt leise bin. Ich möchte das jetzt auch nicht immer wieder erwähnen, dass ich Schluckauf habe. Es ist einfach nur nervig. Aber wir lassen es jetzt. Gut, Level 31 sind wir immer noch mit Daos. Ja, einem halben Level sozusagen. Also noch ein halbes Level, um auf Level 32 aufzusteigen. Was uns auch nicht viel bringt. Nee. Wir besiegen ja jetzt auch nochmal diese Trainerin. Wie gesagt, dieser Part wird wahrscheinlich nicht so spannend, da wir einfach nur Trainer besiegen, ich keine Themen habe und ich einfach nur um den heißen Brei herum rede. Gut. Schwimmerin Denise. Los daraus, das schaffst du. Ja, los. Schockwelle. Genau. Und schaffst du es mit einem. Obwohl, das müsste ja, weil Wasserflug. Das müsste ja mit einem Schlag. Ja, gut. Also hättest du ihn jetzt nicht besiegt, dann wäre ich echt enttäuscht von dir gewesen, daraus. Und dann hättest du ein D-Abo bekommen. Nein, natürlich nicht. Obwohl, habe ich ihn überhaupt. Doch, habe ich, oder? Egal. Ja, egal. So, wir gehen einfach mal hier hin. Also ist hier vielleicht ein Item. Nein. Warte, auf welcher Route sind wir gerade? 107, 108. Okay, das wollte ich einfach mal wissen. Jetzt sind wir nämlich auf Wasserroute. Nein, okay. Ich habe Sprachfehler mal wieder. Wasserroute 108. Und da können wir einfach mal ein neues Thema, was heißt Thema in Anführungsstrichen, ansprechen. Und zwar, ich hacke New Super Mario Bros. DS und SMW, also Super Mario World. Und also, ich fange gerade mit SMW an und NSMB DS schon ein bisschen länger. Und da wollte ich einfach mal fragen, ob ich auch Hacks, also nicht vielleicht auch meine, aber auch Hacks Let's Playen soll oder so, ob es euch gefallen würde, wenn ich solche Hacks Let's Playen würde. Natürlich erst, wenn der Controller so, ne, ihr wisst Bescheid. Ich weiß selber noch nicht, immer noch, also ich weiß immer noch nicht ganz genau, welches Mario-Projekt ich jetzt machen werde. Es sind einfach so viel, ich habe so viele Möglichkeiten, deswegen, aber ich glaube wirklich, dass ich Super Mario 64 als erstes Let's Playen werde. Dann wahrscheinlich ein Hack von Super Mario 64. Und dann bleiben ja wahrscheinlich bleiben ja noch mehr Spiele. Ich werde jetzt noch lange Let's Playen, denke ich mal. Und deswegen habe ich noch viel Zeit, um alle Projekte zu machen. Was kommt jetzt? Meryl oder okay, Meryl. So zumindest denke ich das. Und Schwimmerin Sieglinde, das ist ein wenig, ja, das ist ein komischer Name. Den hört man nicht oft. Und ich sag zu oft komisch. Und vor allem, ich sag immer komisch. So, also irgendwie so, ich nuschel komisch immer.
Keine Ahnung wieso, aber ich mach das gerne. Gut. Mirai müsste auch bald ein Level-Up bekommen. Das wäre nämlich sehr gut. Und ja, wir schwimmen einfach mal weiter. Hier zu diesem Schwimmer. Genau. Die laufen immer von uns weg, beziehungsweise schwimmen. Ha, ha, ha. Nein. So. Ja, ihr wisst Bescheid. Ich brauche das nicht mehr zu erwähnen. Schwimmer Oswald. Mann, haben die komische Namen manchmal echt. Ich sag's oft komisch. Man haben sie. Interessante Namen in Pokémon Saphir eingebaut, weil Oswald, Sieglinde, das hört man nicht oft. Also ich habe die Namen jetzt schon mal gehört. Anders wie Blasius, Züchter Blasius, da denkt man sich wirklich, okay. Aber Oswald, Sieglinde, das hat man zwar gehört, aber wieso macht man solche Namen? Jetzt ernsthaft. Das verstehe ich manchmal wirklich nicht. Aber sie haben sich wohl wahrscheinlich was dabei gedacht oder auch nicht. Vielleicht haben sie einfach nur gedacht, komm, lass uns unseren Trainern einfach dumme Namen geben. Und jetzt möchte ich keinen beleidigen, der Oswald oder Sieglinde heißt. Oder ich, okay, was heißt dummen Namen? Sondern, okay, jetzt habe ich euch sozusagen beleidigt. Ihr schaut doch sowieso nicht. Ich glaube nicht, dass irgendein Oswald oder eine Sieglinde das anschauen wird, aber egal. Sondern solche unzeitgemäßen Namen, sagen wir es mal so, hier ganz nett formuliert. Und daraus plättet sie alle mit seiner Schockwelle. Und dann schwimmen wir einfach mal weiter. Wie viel Geld haben wir überhaupt? Das interessiert mich jetzt mal. Schon 68.000 Poké-Dollar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier ist wahrscheinlich. Nee, ist nicht. Ist hier kein. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier ein verstecktes Item ist. So, oh Mann. Natürlich kommen immer diese wilden Pokémon. Ich glaube, ich werfe gleich mal einen Schutz an, weil die ziemlich nervig sind. Deswegen los, Daros. Ich werde dich nicht besiegen, weil du nur ein Tintach auf Level 18 bist. Deswegen flüchte ich einfach mal. Und schwimm hier auf dieses Boot. Was ist das? Hier ist einfach ein Schiff, genau. Ein Schiff. Wir gehen einfach mal rein. Schiffswrack. Interessant. Okay. Also die Musik ist auf jeden Fall schon mal episch. Und natürlich kenne ich das, aber ich versuche das immer so ein wenig zu machen, als würde ich das nicht kennen und so. Hier ist es doch wirklich lustig, nicht wahr? Ich bin total aufgeregt. Ja, das bist du. Ja, hier kann man reingehen. Und hier sind einige Items und auch andere Sachen. Aber dazu werden wir noch, ja, wenn die Zeit reif ist, kommen. Schiffe dieser Art sind sehr selten. Da schaue ich mich hier gut um. Das sind die anderen Kabinen. Oder da sind die anderen Kabinen. Egal. Einfach mal hier raus wieder. Und das Design ist auch echt cool. Und der Soundtrack, das ist wirklich. Den finde ich cool. Und damit erhalten wir einen Hafenbrief. Den brauchen wir eigentlich nicht. Aber Rain. Ja. Hier sind auch Trainer auf diesem Boot. Den werden wir auch noch begegnen. Nicht wieder nach oben gehen. Ich glaube, das ist ein Trainer. Ja. Das ist nämlich ein Matrose. Den werden wir natürlich mit unserem Daros ganz schnell besiegen, da Daros overpowered ist mit seiner Schockwelle gegen seine Artgenossen, würde ich schon sagen, gegen die Wasser-Pokémon, wie zum Beispiel jetzt Walmer. Und wir haben aber nur noch 6 AP für Schockwelle, was wiederum ein wenig schlechter ist. Und ich hoffe mal, das reicht. Walmer ist ziemlich gut, aber okay, wir haben es geschafft. Das ist schön. Sehr, sehr gut mal wieder. Daros erhält 100, genau, 381 Erfahrungspunkte und Maschok, okay. Trotzdem machen wir Daros, also mit Daros fertig, wegen, ihr wisst, ihr werdet es gleich wissen oder ihr wusstet es schon. Psychokinese natürlich, da Psycho gegen Kampf sehr effektiv ist. Und Maschok ist somit auch ganz schnell down. Es sieht sogar ganz cool aus, finde ich. Also ich finde Maschok, wurde hier schon ganz cool designt oder redesigned so ungefähr, weil es ist ja schon seit der ersten Generation ein Pokémon und ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Also in den vorherigen, beziehungsweise einfach in der ersten Generation, war das nicht so hübsch. Also allgemein alles war in der ersten Generation nicht so schön. Ja, ein Schiff! Okay, gut. Hier diese zerbrochenen Türen, vor allem diese Detailarbeit, dass sozusagen ein Schiffswrack ist, das finde ich einfach toll. Und diese Löcher im Boden oder was auch immer. Und wir haben einen Tauchball gefunden. Damit können wir, warte, ist das ein Trainer? Sonst spreche ich jetzt mal mit dem. Okay, das ist kein Trainer. Ein perfekter Ort, auf Erkundungstour zu gehen. Es ist aufregend hier. Ich wette, hier sind wertvolle Sachen versteckt. Oder Schätze, meine ich.
Und leer, okay. Und zwar. Ja, okay, hier kommt man wieder raus. Ja, ich denke. Warte, die Tür ist verschlossen. Lara steht auf dem Schild, okay. Wo war ich denn gerade eben? Löcher? Wir waren irgendwie bei Löcher. Waren wir bei Löcher? Zumindest denke ich, dass es Löcher sind, aber was habe ich denn gerade eben gesagt? Egal. Wir holen uns einfach jetzt diesen Pokéball hier. Ah, ja, genau, Tauchball hatten wir gerade eben gefunden. Das war was. Und zwar, wenn wir ein Pokémon unter Wasser. Und ihr werdet schon wissen, dass werdet schon sehen, dass man auch unter Wasser kämpfen kann. Beziehungsweise unter Wasser gehen kann. Aber ich möchte nicht zu viel spoilern. Und zwar, wenn man unter Wasser ein Pokémon fängt, oder ich glaube auch über dem Wasser, oder allgemein ein Wasser-Pokémon, so, nicht unter Wasser, sondern einfach ein Wasser-Pokémon, dann haben wir eine höhere Erfolgsquote, dieses Pokémon zu fangen. Und hier haben wir Volbeat und Illumise, oder Illumise. Ich glaube, Volbeat ist die erste Entwicklung und danach kommt Illumise, oder Illumise, man ist der Name komisch. So, Volbeat und dann, was machen wir hier? Bodycheck, ich weiß gar nicht, was die überhaupt sind. Sind das Psycho-Pokémon, Psycho-Käfer? Ich glaube, das sind Psycho-Käfer-Pokémon. Aber genau weiß ich es auch nicht. Schweifglanz, okay. Das kenne ich jetzt nicht, die Attacke. Also, von der habe ich noch nie gehört. Okay, Spezialangriff steigt stark. Und Zugabe, oh nein, obwohl, das ist eigentlich gut. Eigentlich ist das sogar gut. Und zwar, obwohl, nee, das war doch nicht so gut. Also, immer, guck mal, ihr habt gerade gesehen, wenn ich das jetzt auf Kampf drücke, können wir nichts auswählen. Das heißt, wir müssen mit Schockwelle angreifen, wenn er Zugabe einsetzt. So, was machen wir denn jetzt hier? Ich glaube, gegen, ja, Illumise machen wir einfach mal Bodycheck und Ruckzucki bringt sowieso nicht viel gegen Mirai, da Mirai einfach eine Hammer Verteidigung hat. So, Schockwelle gegen Volbeat und dann ist er hoffentlich down, wollte ich gerade sagen. Und natürlich gibt Illumise oder Illumise, ich sag jetzt einfach Illumise, wieder Zugabe. Das heißt, wir müssen immer mit Bodycheck angreifen, was natürlich nicht so toll ist. Aber Volbeat ist schon down und jetzt muss noch Illumise down gebracht werden. Ja. Wir müssen jetzt noch nicht mehr auswählen. Das bleibt uns immerhin erspart. Und ich denke mal, Illumise. Oh Mann, sein Name ist echt komisch. Wird durch Daros und Mirai zu Boden fallen. Gut, komm schon. Bodycheck und dann bist du platt. Habe ich recht? Ja, natürlich habe ich recht. So, und damit haben wir dieses Paar oder ja, junges Glück, Gesa und Pit, besiegt. Oh wow, bist du stark! Ja, das bin ich. Nein, ich gebe ja nicht an und so. Ich denke mal, ich bin hier den Part. Und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und ihr seht, wir kommen woanders raus. Aber das werden wir im nächsten Part weiter erkunden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Oder auch nicht. Nee, okay, wir kämpfen jetzt nochmal gegen diese Trainerin hier. Die hat uns hier gerade... Oder Trainer, oh, das ist ein Junge. Der hat uns einfach hier gerade angesprochen. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Dann machen wir einfach nochmal schnell diesen Kampf. Meryl ist ja auch nicht so stark. Vor allem, da wir daraus haben und ihn so schnell besiegen. Also Meryl. Und jetzt müsste er auch schon down sein, denke ich mal, oder? Ja, durch die Schockwelle ist er down. Ich denke mal, ja, das war's dann hier. Ich hoffe, es kommt nicht noch irgendwie noch ein Trainer von der Seite und will uns ansprechen und mit uns kämpfen und so. Deswegen denke ich mal, wir beenden hier den Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.